Schatzilei, er geht los. Von Trimax. Und dann, yo, geil. So, achso, gleich kommt ja noch die Überraschung. Oh, freue ich mich schon drauf. Aber auch was zu trinken? Was? Ja, weiß ich ja nicht. Bring die Mozzarella-Salz mit. Pulverboy ist deine Meinung. So. Drei, zwei. Willkommen bei den Pulver Boys, dem besten Review-Channel für Gaming Booster im deutschen Internet. Auf YouTube. Heute auch wieder mit einer brandneuen Edition von Level Up. Oh. Letzte Woche released worden. Geil, ey. Ja. Burning Fever. Wie heißt es? Brennende Feder, ne? Burning Feather. Feather, ja. Feather. Burning Feather. Wie ein Phönix aus der Ash. Genau, das ist ein schönes Phönix-Design drauf. Und wir haben wieder eine Pokémon-Karte. Ja, ein Pokémon-Style Level Up-Karte. Ne? Wow. Skydance. Skydance und Inferno Wings. Inferno Wings, 150. Ja, finde ich auf jeden Fall nice, dass sie das weiterführen, ne? Mit den Karten finde ich ganz lustige Idee eigentlich. Doch, das ist auf jeden Fall, gut. Ja. Ich mag so Zeug. Ja, ja. Und das ist immer. Ist immer geil. Weißt du, merkst du auch, die machen sich auch mal ein bisschen Gedanken. Wo ich ja sagen muss, bei einem Instagram-Account bei Level Up, die posten ja immer sehr oft so Sachen im Level-Up-Design. So irgendwelche Ideen, die sie da nicht rausbringen. Schade eigentlich, ne? War schon immer sehr interessante Sachen dabei. Merchandising. Also richtig Merchandise, ne? Merchandising ist... Waren auch Level-Up-Kondome, gab's da mal und ja. Dürfen wir das sagen? Oh, Ich würde mal auf jeden Fall Merchandising finde ich immer gut, gerade im Bereich LED, finde sowieso gut, also wenn da mal was kommt. Und was ich halt noch geil fände, was ich letztens dachte, 2 oder 3 Karten in so einem Booster-Pack, fände ich geil. Also wenn sie irgendwann mal wieder so eine Mischsorte machen, sowas wie Nuclear Galaxy, hast du ja 2 Sorten, dann in so einem kleinen Booster-Pack fände ich das auch noch. Das fände ich edel. Ja, zum Geschmack, also, ich guck nochmal drauf, Papaya, Guave und Mandarine sein. Papaya, Guave und Mandarine. Also Guave habe ich jetzt so noch nicht. Guave, also ich kann mir was von der Guave vorstellen. Ja, ja. Ja, das schon, aber... Das hast du ja manchmal in so Getränken. Mandarine, bin ich gespannt, ja. Weil bei Mandarine habe ich immer Angst, weil es kann das gute Mandarine sein oder die faulige. Ja, und Papaya. Ja, Papaya, ne? Muss ich mal an Dings. Alexander Markus. Ne? Alexander Markus denken, ja. So, machen wir den Alm auf. Mach auf. Du hast ja schon geöffnet, ne? Ja, ich habe schon einmal probiert. Achso. Achso, ich warte. So. Natürlich farblich. Zeig mal. So rötlich. Ja, das... Du riechst schon intensiv. Oh ja, das riecht ganz krass. Ja, ja, ist auf jeden Fall ein deutlich intensiver Geschmack. Ja. Auch wenn man jetzt zum Vergleich hat, eine Holy, eine Shark-Sorte, das ist dann wirklich ein dezenter Geruch und hier wirklich intensiver, aber es muss ja jetzt nichts. Heißt du erstmal nichts, ne? Nichts heißen, ne? Es gibt ja viele intensive Geschmäcker. Eben, und ja, ganz normal 40 Portionen bei Level Up-Wind und würde ich sagen, dann mischen wir den mal an. Ja, sehr gerne. Ich habe heute mal den schwarzen Shaker dabei, weil ich dachte, ach, der ist schön, der ist schön, der ist edel. Ja gut. Wie gesagt, aber das ist, wo ich sagen muss, bei Level Up, das sind die einzigen Shaker mit dem Verschluss, die mich nicht so nerven. Aber anderes Thema. Kommen wir doch aus einer anderen Fabrik anscheinend. Ja. Eis haben wir drin. Elotrix Shaker. Ja, heute ist wirklich Level Up Tag, ne? Ja. Ich hab mich sehr darauf gefreut heute, weil, ich sag mal so, die letzten waren ja so mäßig so. Ja. Ich hoffe einfach, dass... Aber das letzte war halt nicht was Geiles dabei, ne? Es war okay, kann man sich dann bestellen, wenn man seine Lieblingssorte nochmal nachordert bei irgendeiner Aktion, Bestellaktion von Level Up. Wir müssen auf jeden Fall, es gibt noch so ein paar Level Up Sorten, die wir noch nicht in einem Video besprochen haben. Und die würde ich sehr, sehr gerne vorher noch einmal besprechen, bevor wir unser Top 10... Eben, das kommt auf jeden Fall, Top Video, Top Geschmäcker von Level Up oder auch von... Gamers Only. Ich würde sagen, das machen wir sogar getrennt untereinander. Ja, ja, auf jeden Fall. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Ja. Bevor wir das aber machen, würde ich das gerne vorher einmal in einem Video zeigen. Weil, damit ihr da so eine Referenz habt, weil sonst fliege ich es immer so ein bisschen so. Ich habe jetzt 1,5 Löffel auf 700 Milliliter gemacht. Ja, ne? Möchtest du diesmal schäkeln? Ja, klar. Du machst das immer so herrlich. Als Maul. Ein bisschen schütteln. Ne? Ein bisschen schütteln, ne? Ein bisschen den Arm kreisen lassen. Ne? Das muss auch reichen. Nein. Schüttelt doch keiner länger. Klar, hallo? Nee. Ja, schreibt mal in die Kommentare, wie lange ihr mal schüttelt. Ja, wie lange schüttelt ihr? Ja. Bis ihr trinkt. Ja. Ich mach nochmal sauber. Wir haben natürlich viele Untersetzer. Wie gesagt, falls jemand häkeln kann, gerne Pulverboys Untersetzer mit PB oder so. Schreibt uns an auf Instagram. Übrigens, ich hab was bestellt. Oh, was denn? Für die Wand. Das wird edel. So. Ich habe ihn ja schon mal probiert, aber nur einmal. Bist gespannt auf deinem Kumpel, deine Meinung. Auf deine Meinung, auf meinen Gumbel, ne? Gumbel. So. Voll? Ja, klar. Also optisch sieht es genauso aus wie der Shark von Ja, ist halt... Die Mandarine macht's. Mandarine, ja. Lappen an der Seite. Jetzt rieche ich erstmal. Oh, guck mal. Haha, statt Zauber. Ich
finde, es riecht auch irgendwie mehr als nach Fanta oder so, ne? Ich finde, das Erste, was ich gedacht habe, auch eben beim Pulverriechen, Golden Fruits. Den habe ich ja noch gar nicht probiert. Den hast du noch nicht probiert, nee. Aber Golden Fruits war das Erste, was ich in der Birne hatte. Auch jetzt beim Dingens. Prost. Oh, aber ich habe schon beim ersten Mal testen gedacht, irgendwann so eine Fanta-Gemisch. Erinnert mich das wieder. Was immer, es gibt Pink Fanta, aber es gibt ja, wenn man im Urlaub ist, da immer 20 verschiedene Fanta-Sorten. Das habe ich auf jeden Fall schon mal irgendwo getrunken. Also einer hat ja gesagt, es schmeckt nach Multivitamin, ne? Finde ich gar nicht. Das schmeckt nicht nach Multivitamin. Ich finde, ist nicht meins. Ich finde es okay. Ich find den Geschmack super künstlich. Ja, das stimmt schon, ne? Aber... Also ich finde, das schmeckt auch eher, als wäre so ein pinkes Kaugummi nur drin. Ja, können wir auch damit vergleichen, das stimmt. Ja, ist halt auch wenn nicht der Überburner. Es ist nicht, also ich fand Kiba schlechter. Ja. Ne? Oder halt so manch andere Sorte, die schon mal Silber von Gamers Only und... Oder hier, Digital Camo. Oh, dürfen wir nicht sagen. Kriegen wir mal einen Daumen nach unten, wenn wir das sagen. Echt? Ja, es gibt immer einen, der Digital Camo verteidigt bis auf Blut. Aber ist okay. Das ist gar nicht schlimm. Ja, schmeckt halt okay, ne? Ich bin gerade froh, dass nur du dir das bestellt hast. Ja klar. Das Zwecke mache ich alles. Ja, aber die Geschmäcker sind ja verschieden, ne? Aber ich finde es jetzt nicht ganz so schlimm. Da habe ich schon wirklich deutlich schlimmere Sachen von Level Up konsumiert. Die Mandarine fühle ich nicht. Nee, hätte auch irgendwas anderes sein können vom Geschmack, ne? So Pink Fanta oder so, es kann sein, dass das also in diese Richtung, ja. Ich meine schon irgendwie Pink Fanta wäre das oder was da noch für Unterstufen gibt. Das ist doch so komisch süß, ne? Also kalt geht's ja jetzt auch wieder, ne? Hat jetzt auch keinen Würgereiz oder so. Na, aber es ist ja, also ja. Weiß ich nicht, bei Level Up, weiß ich nicht, vielleicht mal sich länger Zeit lassen mit neuem Geschmack und... Ja, Trimax hat doch gesagt, das ist gut. Ja gut, das stimmt, dann müssen wir das alle bestellen. Andere Creator. Gibt's keinen? 8 von 10. 8 von 10 schmeckt mir nicht so 8 von 10. Schmeckt mir nicht 8 von 10. Kein Scherz, das haben wir gesehen. Also. Ja. Ich finde so, das ist so... Ja, ich bin ehrlich, ich finde es so, ja. Ja. Also ich werde das heute Abend das erste und letzte Mal trinken. Ich habe mich auch so was Schönes Fruchtiges gefreut. Ja, also irgendwas so, was so schön reinkickt, so, wo du sagst, Aber das ist, ja. Ja, solide, weil nichts Besonderes. Ja, aber findest du es wirklich solide? Ja, das heißt also, in unserer Medaillenform würde ich jetzt hier Bronze sagen. Also Holz ist es auch nicht. Nee, ist es kein Holz. Nee, ist richtig. Ja, das Holz ist ja wirklich nur total Reinfall. Silber wäre es dann auch zu hoch, finde ich, ne? Ja. Weil in unseren Abstufungen dann wäre es für mich halt... Kann auch so ein rotes Wassereis sein oder so. Ja, auch, ja. Oder auch irgendwie sowas, ne? Aufgetautes Wassereis. Ja, aber mit ein bisschen... Vielleicht schmeckt eine Kohlensäure noch mal anders. Ich habe es jetzt mit Leitungswasser getrunken. Ja, wäre zum Kaugummi auch, ne? Ganz komisch. Ja, da schon wenig nicht definieren. Also, es ist süß, aber es ist nicht so extrem süß wie in so einem Galaxy. Weil Galaxy ist ja noch mal härter süß, aber gefällt mir, aber, ne? So. Aber es ist für mich nicht so, jo. Wie so oft gilt, ne, wenn ihr irgendwie das, wenn ihr eine Aktion habt bei Level Up oder so, wollt euch da mitbestellen. Ne, kann man es mitbestellen, wenn ihr es probieren möchtet. Oder wenn ihr Trimax supporten wollt, ne? Dann ja. Oder ich finde es nicht so toll. Ne? Also zum Beispiel finde ich das Golden Fruits finde ich um einiges besser. Ja, bin ich gespannt drauf, habe ich noch nicht gemacht. Zu diesem Zeitpunkt noch nicht getestet. Ist ein bisschen süßer noch, aber da finde ich den Geschmack irgendwie passender. Ja, kann man sich, weiß ich nicht, ja, vielleicht auf eine Bronze einigen. Ne? Bronzemedaille können wir machen. Da bin ich so gütig, bin ich dann doch. Ich bin das ist ein guter Tag, ne? Das ist ein guter Tag. Guten Tag heute. Ja. Und dann sage ich, ja, komm, hier, Bronze. das ist okay. Ich warte halt jetzt immer noch auf meinen Dingsgeschmack von Level Up mal wieder. Ne? Ja, vielleicht Fall Edition oder Winter Edition. Ja, aber wenn da wieder was mit Zimt und Spekulatius beißt, weißt du? Vielleicht kommen sie ja auf die Idee und machen einen Glühwein. Könnte sogar gut werden. Ja. Amaretto? Ja, aber so ein schönen Frucht, so ein Kinderpunsch in Pulverform. Machst einfach heißes Wasser drüber, lecker. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Mit einem Boost-Kick. Kannst du morgens schön im Büro, sitzt du da, trinkst du schön. Also, sind wir gespannt. Mit der geklauten Weihnachtsmarkttasse, ne? Richtig. Und das könnte ich mir noch vorstellen, dass sowas noch irgendwie mal kommt und so, ne? Aber ja, also es ist, wie es ist. Eben und... War natürlich auch, glaube ich, nach 24 Stunden wieder ausverkauft. Ja, das hat natürlich auch was mit Trimax und so zu tun. Ja, klar. Ne? Und generell das Marketing bei Level Up läuft ja auch sehr gut, ne? Über die vielen großen Creator und... Wie gesagt, es ist jetzt nicht komplett scheiße. Darum geht's nicht. Es ist ja jetzt aber auch nicht cool so. Ja. Ich find's nicht so dolle. Dann werden wahrscheinlich von euch auch einige die Sorte schon haben. Dann würde uns eure Meinung wieder interessieren, wie euch die Sorte Burning Fever schmeckt. Und ja, schreibt's in die Kommentare. Schreibt's in die Kommentare, wenn ihr sagt, das ist übelst geil. Ich sage euch, wir haben noch ein paar Sorten.
Wir können euch auch Sorten nennen, die auf jeden Fall noch mal geiler sind. Ja, so ein Top-Ranking, das kommt auf jeden Fall noch. Da versprechen wir Ehre drauf und machen noch so zwei, drei Sorten von den jeweiligen. Und dann können wir nämlich das Ranking auch machen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Also seid gespannt in der Zukunft. Das kommt alles. Und auch andere tolle Sachen. Ne? Und toll, toll, toll. Seid gespannt. Ich habe ja noch eine kleine Überraschung vorbereitet in dem Sektor. Also. Dann würde ich sagen, wenn ihr noch nicht abonniert habt, würden wir uns sehr über das Abo freuen. Aktiviert die Glocke für die Benachrichtigung, wenn ein neues Video online kommt. Es ist ja auch kostenlos. Kostenlos. Ja. Erstmal ein bisschen betteln hier. Es ist ja kostenlos. Ja, würde ich sagen. Empfehlt uns euren Freunden. Eben. Mundpropaganda ist auch noch gut. Mundpropaganda auch immer wichtig. Ne? Ja. Gorilla-Marketing. Ja, herzlichen Dank immer, wie sagen wir immer, für euren Support. Also macht das ganz, ganz großartig. Das freut uns immer sehr. Und Ehre. Ehre. Bis zum nächsten Mal. Seid gespannt. Ich freue mich schon drauf. Das wird gut. In dem Sinne, ne? Wieder schauen und reingauen.